10.000 Abonnenten, keine Angst, ich nerv euch nicht damit, dass das eine Kleinstadt ist oder andere Vergleiche. Das habt ihr von genügend anderen YouTubern schon gehört. Und es ist auch für mich kein Grund zu feiern. Zum einen, weil das einfach nur eine Zahl ist, genau wie 9.237. Ich bin kein Fan von von dem Feiern runder Zahlen. Macht für mich null Sinn. Das ist einfach nur eine Konditionierung. Und zum anderen ist der Weg noch mein Leben lang auf YouTube und da gibt es auch kein Ende. Ende von YouTube wäre, die Menschheit begegnet sich mit Respekt, begegnet sich mit Liebe. Dann würde ich feiern. Aber was ich bei YouTube sehe, gerade diese Kanäle, die rein auf Kritik aufgebaut sind, das heißt, und das ist nicht mal, ob das jetzt ein veganer Kanal ist oder nicht ein veganer Kanal ist. Es gibt Kanäle, die produzieren keinen eigenen Content, sie kritisieren einfach nur. Und das ist einfach nur schade, weil das endet dann einfach nur in einem Krieg, jeder gegen jeden und ich bin für dich und du bist für mich. Das ist absolut stumpf. Das macht meiner Meinung nach unsere Gesellschaft nicht klüger, dass, wenn das auch mal vorkommt, dass man Leute kritisiert, dann ist das in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Aber wenn man überhaupt keinen Content produziert, dann ist das schon traurig. Und gerade im wissenschaftlichen Austausch, es gibt Menschen auf beiden Seiten, also auch auf veganer Seite, wie Vegan Gains, aber auch natürlich auf der anderen Seite, die ständig irgendwelche Studien zerreißen, die ständig irgendwelche Leute diffamieren und darauf ihren Kanal aufbauen. Und gerade was die Studien angeht, im Ernährungsbereich kannst du jede Studie zerpflücken, jede Studie. Aber wenn du dich nie hinsetzt und wirklich etwas Content produzierst, mit dem die Menschen was anfangen können, sondern immer nur andere kritisierst, dann ist das einfach so ein Kreislauf, der nichts bringt. Das ist wie der Konsumkreislauf. Es sind einfach nur Kreisläufe. Und das ist natürlich keine schöne Sache. Und das sehe ich und das wird wahrscheinlich nach meinem Ableben immer noch da sein, aber vielleicht sind wir da schon ein gutes Stück weiter. Ich bin natürlich dankbar, das möchte ich trotzdem sagen, ich bin dankbar für eure Unterstützung. Gerade weil ohne euch, ohne die Vielzahl an Abonnenten, wobei man auch sagen muss, von den 10.000 Abonnenten sind vielleicht so 500 bis 1.000 Menschen, die wirklich, sage ich mal, auch mit Herz dabei sind, auch mit Unterstützung dabei sind. Ohne diese Menschen würde ich das eben nicht in der Intensität betreiben können. Ich habe nun das geschafft vor etlicher Zeit, vor ein paar Monaten, dass aufgrund eurer andauernden Unterstützung, dass ihr halt über die Amazon, wenn ihr Amazon kauft, über die Affiliate-Links kauft, dass ihr mir per Patreon mich monatlich unterstützt oder einfach einmalige Spenden, solche Dinge. Auch darüber, dass ihr meine Bücher kauft. Oder den Tantra-Videokurs. All das sind Dinge, die dazu geführt haben und die weiter dazu führen, sodass das so bleibt, dass ich quasi fast jeden Tag mich darum kümmern kann, wie ich die Welt ein Stück besser mache. Und ihr seid dann Teil davon. Und ohne euch funktioniert das nicht. Und deshalb bin ich natürlich dankbar. Haben natürlich viel Erfahrung bei YouTube gemacht. Sehr viel Erfahrung bei YouTube gemacht. Und ich hatte das auch schon in dem Video, wie geht's dir, Christian, schon gesagt, dass ich danach lächze, auch tiefergehenden Content und Content, der über 5 oder 10 Minuten hinausgeht, zu produzieren. Auch was Bleibendes zu schaffen. Und deswegen werde ich nach wie vor und vielleicht auch mit einem höheren Fokus mich auf Dinge stürzen, wo ich mich ein bisschen tiefer eingraben kann. Und das sind tatsächlich dann eben auch Bücher. Das nächste Buch sollte eigentlich heißen Die Low-Carb-Lüge, den Titel gibt es schon. Sind wir dann wieder bei, wenn ihr Ideen habt für so ein Buch, aber mach es dir gleich nochmal ein Video. So ein Buch, das ist tatsächlich was, wo man etwas Bleibendes schafft und wo ich auch merke, dass die Menschen sich dann damit intensiv befassen können und dass da echt was geht. Thematisch auf meinem Kanal wird es weiter gemixt bleiben. Mir ist natürlich bewusst, wenn ich ein Thema bearbeite und da relativ konsistent was zum Besten gebe, dann
erhöht sich die Abonnentenzahl viel, viel schneller. Das habe ich gemerkt, als ich mal ein, zwei Wochen fast nur Ernährungsthemen behandelt habe, dann wandelt das einfach viel schneller. Und genauso ist das mit anderen Themen. Aber hier geht es eben nicht um irgendeine Zahl, hier geht es tatsächlich um Veränderungen zu generieren. Und das Feedback auf der Revolution, auch persönlich, aber auch online, was ihr mir gebt, das ist das, wo ich erkenne, dass gerade diese Mannigfaltigkeit an Themen, dass das etwas ist, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, waren einfach nur so ein paar Gedanken zu den 10.000 Abonnenten. Ich habe doch ein paar Glückwünsche bekommen und sie sind lieb gemeint und ich sage auch danke und schön, aber es ist einfach mein innerer Ausgleich, dass ich da einfach mal so ein Video machen möchte und naja, wir sehen uns in den Kommentaren.